auf unkonventionelle Weise, weil das sparsamer zu bewerten ist, weil wir ja nicht so viel Farbe haben. Wir haben ja nur zwei berühmte Tugenden. Geh mal direkt auf die, genau, das ist mir lieber. Ja, jetzt kriege ich die Gase, jetzt wird schön mit Farbe eingeschmiert. Das ist gut. Dann gehen wir sparsamer damit um, ne? So, dann musst du ja erstmal wieder nudeln, damit sich das auf der Walze verteilt, ne? Ich warte mal noch. Dann ist die gleich einmal besetzt. Denn die Farbe ist ja sehr intensiv. Bitte nudeln. Ja, komm. Dann verteilt sie sich schön. Ja, ruhig mal langsam gucken, wo jetzt noch was muss. Da könnte man jetzt nochmal. Super. So, und jetzt wieder ein bisschen Retour, damit ich auf der anderen, hier gibt es auch noch eine Stelle. Da freut er sich. Das ist sehr schön. Sparsamer geht es nicht, ne? Nee, das ist wirklich. Ja, als wenn wir das durchs ganze Gelenk da durchdrücken. Das wäre schade. Bleibt ja alles letztendlich in den Walzen liegen. So. Nun, dann bringt sich eine Freude an der Sache. Ja, brauchen wir schon mit oben. Ja, genau. Und es ist echt eine Druckermaschine. Man hat die Finger schwarz. Gut. Denn jetzt ist die Gase wieder getränkt. Das ist ganz gut. So, und jetzt brauchen wir ja den Moment, wo wir die Matrize reinfügen. Noch einmal, ne? Da ist sie. Okay, dann geht das los. Eine alte Matrize rein, was nicht ohne ist. So, jetzt wird die Farbe erstmal weggebracht. Jetzt macht das aber mal gut. Ja, und das ist jetzt die Matrize, die Dauerschablone von Tim Beck, die wir schon mal drauf hatten und dementsprechend jetzt was sehr Gewagtes machen. Das nämlich nochmal draufzusetzen. So, du musst jetzt schön rein da gehen. Ja. Und ich muss den Hebel betätigen. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin. Ja, okay. Und dann nicht bis zum Anschlag. Nein, ganz klein zurück. Genau. Super. Und jetzt geht das Richtige los. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich mich spannen, weil das Ding ja schon ganz, ziemlich weich. Ja, muss sehr gut sein. Und muss, ja, das muss schön langsam. Liebe auch noch. Ja, Liebe auch. Ja, ist doch gut. Ja, die habe ich schon mal hier verkauft. Ja, ist doch gut. Ja, schön. Ja, so, kommt gut. Gut, haben wir hingekriegt. Ja, schön. Da war ich zu schnell. Ja, ich habe noch einen kleinen. Ja. So, ja, weil sie ist natürlich feucht, ne? Ja, aber wir kriegen es hin. Ja, ich glaube, das ist okay. Ja, ist doch cool. Das war ja, okay. Und sie ist ja jetzt, sie dehnt sich auch, ne? Das ist ja Papier, was bei Feuchtigkeit natürlich größer wird. Deshalb ist das wichtig, dass die da drauf sitzt. Naja, okay, das ist jetzt eine zweimal benutzte Schablone. Dafür sind die nicht gebaut. Ja, ich würde trotzdem. Die sind im Aschanfüll gelandet. Ich würde trotzdem nochmal hochnehmen. Ja, okay, ich versuche. Ich würde nochmal hochnehmen. Noch so, und jetzt. Du kriegst immer irgendwo einen. Guck mal, habe ich da hinten einen. Letztendlich habe ich ihn immer da. Darf ich nur versuchen? Ja, warte mal. Also ich glaube, warte mal. Ich würde zulassen. Ja, okay. Ich glaube, dass es nicht besser wird. Okay. Das gehört dann zur Schablone einfach dazu. Ja, okay. Zur Strahlung. Ich mache das aber mal gut. Ja, und das ist jetzt die Matrize, die Dauerschablone von Tim Beck, die wir schon mal drauf hatten und dementsprechend jetzt was sehr Gewagtes machen, das nämlich nochmal draufzusetzen. Ja, so, du musst jetzt schön rein da gehen. Ja. Und ich muss den Hebel betätigen. Ja, genau. Ja, okay. Und dann nicht bis zum Anschlag. Nein, ganz klein zurück. Genau. Super. Und jetzt geht das Richtige los. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich nämlich spannen, weil das Ding ist schon ziemlich weich. Ja, muss sehr gut sein. Und ja, und ich muss schön langsam. Liebe auch noch. Ja, Liebe auch. Ja, ist doch gut. Ja, die habe ich schon mal hier verkauft. Ja, ist doch gut. Ja, schön. Ja, ist doch gut. Dann ist die drauf. Und dann nudeln mal, dass sie sich schön festzieht. Nochmal ganz kurz warten, dass sie hier schon mal klebt. Ja, okay. Ja, super, jetzt sitzt sie jetzt mal und tut ihr Teil. Wunderbar. Gut. So. Sieht gut aus. Sieht sehr schön aus. Komm, noch nicht nudeln. Ich muss mir nicht hochziehen. So liegt eigentlich ganz gut. Versuch mal. Gracias.
Scrum Handle. Ja, Dauerschablone, er hat Papier, er hat Farbe. Ja. Super. Wow. Ja. Und wie war das nicht? So, irgendwas hat er geknackt. Ja, super. 1000, 2000, kannst du alles damit machen. So. So, jetzt wird die erste Mimeografie wieder die Dauerschablone herausgenommen. Du löst sie. Ich bette sie. Jetzt langsam nach oben gehen. Ganz langsam. Ja. Super, super. Und die Farbe ist auf der anderen Seite, ne? Wow. Ja. Könntest du weiterdrucken? Ja, das wird so. Die wollen wir mal schön retten. Mhm. Gut. Lösen etwas die Seitenlappen. Okay. Das müsste alles soweit sein. Er wird justiert. Okay. Er wird runtergelassen. Sieht gut aus. Gut, dann nummern wir durch. Okay. Super. Super, super. Eine von drei Mimeografien. Diese hier ist von Tim Platt. Ich bin irrgehend ein 7 Müll-Yards-Tel-Monite. Albert, Albert. Nur bei richtiger Auswahl des Zubehörs. Dürfen Sie damit rechnen, dass Ihnen das Vervielfältigen mühelos von der Hand geht? Das ist ein Text, der schon von der Pelikan vorgelegt war, als Probe. Eine der ersten Hamburger Mimeografien. 15. Mai 2009. Ja, wir haben sie gekriegt. Es gibt die ersten Abzüge von drei Bibliografien, von Schablonen, Dauerschablonen genannt, Matrizen, so kennt man sie vielleicht aus den 70ern, aus den 40ern, 30ern, sind viel für Flugblätter benutzt worden. Und wir haben sie wieder in Gang gesetzt und die ersten Kunstbibliografien erzeugt, die meines Wissens die einzigen sind in der Kunst,